Schenke der Katze Beachtung. Sie bietet guten Rat. Okay. Wir sind weiter hereingekommen. In diese Manufaktur des Grauens. Und wir sehen hier, wie Dodos gefangen gehalten, gehängt und als Nutztiere verwendet werden. Wobei Nutztiere kann man vielleicht schon gar nicht mehr sagen, weil, naja, es ist sogar schlimmer als einfach nur Nutztiere. Weitaus schlimmer. So, haben wir nochmal eine Schnauze gepfeffert. Und da vorne haben wir also nochmal eine Flasche. Eine Flasche für die liebe Alice. Mit einem Hufeisen. Voll toll. So. Wo haben die eigentlich die ganzen Dodos her? Da unten kann man bestimmt nicht drauf. Das ist wohl viel zu tief. So. Diese Dodos kommen allerdings auch im Alice-Universum vor, auch schon im Alice im Wunderland, ne? Ach, hey, je. Oh, das ist gar nicht mal mehr nur ein Dodo, der ist steampunk-technisch aufgemotzt worden und der betreibt diese tolle Glühlampe. Und diese Glühlampe hat eigentlich keinerlei Nutzen, aber nun gut. Aber nun gut. Und so treffe ich nicht, aber ich will nicht runterfallen, also gucke ich mal fix auf den Boden. Und fertig. Was haben wir jetzt kaputt gemacht? Die Teile bleiben stehen. Dodo Miserarium. Ja. Das ist dieser Ort. Ein nicht gerade netter Ort. Ich weiß auch gar nicht, wie jetzt so zum Beispiel die Peter oder so zu solchen Sachen stehen, weil, naja, Dodos sind mittlerweile ja auch ausverkauft, würde ich jetzt nicht sagen, ne? Ja, aber sie existieren nicht mehr. Diese uralten Vögel. Aber, ja, man muss dazu ja eigentlich auch sagen, dass das hier eine ganze Fantasiewelt ist, ne? Ja, aber die Peter, die schreckt ja auch von nichts zurück. Bei Super Mario und bei Nintendo haben die ja auch aufgemuckt. Ne? Wer sich dran erinnern kann. Oh. What? What, what, what? Komme ich da so hoch? Anscheinend nicht, weil die liebe Alice mag sich nicht festhalten. Ah, wie komme ich denn dann da nach oben? Kann ich dort rein? Nein, auch nicht. Nun gut, dann werde ich jetzt wohl, glaube ich, ein paar Mal runterfallen, bis ich einen Weg da hochgefunden habe. Uiuiuiuiuiui, das war etwas sehr nah an der Ecke, etwas sehr nah an der Wand. Wie schaffe ich das, da hochzukommen? Hätte ich den Schalter da vielleicht noch gar nicht betätigen sollen? Vielleicht komme ich hier rüber ja auch irgendwie nach dort hinten. Aber so komme ich ja nicht hoch genug. Das ist sehr doof. Von der anderen Seite ist noch ein Eingang, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ah! Ein gleitender Verfall! Weg mit dir, böser Verfall.
Die erste Erinnerung, die ich sehe, die ich wohl erstmal zurücklassen muss. Das ist ja doof. Wie in einem großartigen Actionfilm. Naja, ohne Feuer allerdings und so. Ah, so kommen wir wahrscheinlich doch noch an unsere Erinnerung dran. So sieht das aus. So funktioniert das. So gefällt mir das. So geht das weiter. Wasser, Wasser, Wasser. Drei Zähne für die Alice. Und wie zur Hölle geht es hier weiter? Wie zur Hölle? Was müssen wir hier machen? Ich versuche mal. Nein, das hat nicht funktioniert. Schade aber auch. Wie schaffe ich es denn dann hier weiterzukommen? Aha. Dort könnte die Rätselslösung sein. Da. Jawohl, es dreht sich. Sehr schön, so kommen wir da dran. Sehr gut. Ups, ups. Und dann können wir uns eine heimische... Dick, sah nicht zu, dann schläft der Vogel Alice. Als würde man eine Kerze ausblasen. Schläft den Schlaf der Gerechten. Wie Mama und Papa. Nach 10 Uhr bewusstlos. Der Schlaf der Gerechten. Nach 10 Uhr bewusstlos. Eine heimische Erinnerung. So. Ein weiterer Safe Point. Und damit hätten wir das Dodo Miserarium hinter uns gelassen. Oh ja. Mies, mies. Und dann geht's ab in den Maschinen.